Barnett ist ein Pokémon mit dem Typ Geist, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Choupette. Und seit der sechsten Spielgeneration ist es mithilfe eines Barnettoniten in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu vollführen. Barnett ist ein relativ kleines Geister-Pokémon, welches einer Stoffpuppe ähnelt. Aus dem Kopf dringen drei Hörner und ein langer Stofffetzen. Seine Augen unstechend rot und anstelle eines Mundes hat es einen gelblichen Reißverschluss. Die Arme erinnern ebenfalls an Stofffetzen, der Schweif ist eine gelbliche Kordel und ähnlich wie eine Voodoo-Puppe belegt es andere mit Flüchen, indem es Nadeln durch seinen Körper sticht. Mithilfe eines Barnettoniten ist es dazu in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu vollführen. Dort entwickelt es Reißverschlüsse am Kopf, dessen Stofffetzen nun steil nach oben ragen, sowie an den Händen und um den Körper herum. Diese sind aufgezogen und es kommen seine purpurfarbenen Klauen sowie der purpurne Unterkörper darunter zum Vorschein. Die Macht des Fluches ist nun unkontrollierbar und kann aus den Reißverschlüssen entfliehen. Der Hass des Pokémon ist nun so groß, dass es selbst gegen den eigenen Trainer einen Groll hegt. Angeblich war Barnett einst eine Kinderpuppe, die weggeworfen und vergessen wurde. Man sagt, dass ein starker Fluch in die Füllung dieser Puppe fuhr und starke Gefühle des Hasses aus ihr ein lebendiges Pokémon machten. Das Pokémon wird von diesem starken Hass, welcher in seinem Körper umherströmt, umhergetrieben. Es kann daher seinen Mund nie öffnen, da die Energie dann entweichen würde. Nach Rache sinnend ist es stets auf der Suche nach dem Kind, welches es einst weggeworfen hat. Und nachts kann man es in der Mülldeponie, auf denen es entsorgt wurde, oder durch dunkle Gassen von Städten wandern finden. Dabei ist Barnett die finale Form der zweistufigen Entwicklungsreihe, damit die Weiterentwicklung von Choupette und entwickelt sich eben aus diesem auf Level 37. Dabei nimmt sein stofftuchartiger Körper menschenhaftere Proportionen an und somit mehr einer Stoffpuppe ähnelt. Weiterhin kann Barnett seit der 6. Generation eine Mega-Entwicklung vollführen, durch welche es mehrere Reißverschlüsse erhält. Aus diesen drungen purpurne Klauen und ein purpurner Unterkörper hervor. Und mit seinem Typen ist es immune gegen Normal- und Kampfattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift- und Käferattacken, doppelten Schaden gegen Geist- und Unlichtattacken und der Rest macht normalen Schaden.